Hallo zusammen. Wir haben heute wieder mal ein Video, wo wir Zubehör vorstellen. Und zwar zwei Sachen, die wir getestet haben und die wir meinen, dass sie gut funktionieren. Und eine Sache möchte ich euch vorstellen in eigenem Interesse. Und nach dem Intro geht's los. So, zum ersten haben wir hier diese Lueti Power Station mit einem Solarmodul. Wir haben eine Solartasche noch dazu. Und diese Power Station haben wir ausprobiert, haben ein kleines Video dazu geschnitten und dieses Video blenden wir euch Also das jetzt ist die ein. Powerstation von Blue Eddy und wie man hier die Energie, also man schaltet sie hier an und da seht ihr schon, dass da ein Haufen Energie drinnen ist. Die ist also schon jetzt ziemlich voll. Energie bekommt man auf verschiedene Art und Weise rein. Da haben wir einmal hier das 12-Volt-Kabel und dann haben wir hier aber auch ein 220-Volt-Kabel. Das heißt, wenn man einen Wechselrichter hat. Wir laden die bevorzugt natürlich über unsere Solaranlage vom Wohnmobil mit diesem 220 Volt Modul. Aber wer das nicht hat, kann es ja auch während der Fahrt laden über diesen 12 Volt Stecker. Und dann gibt es noch die Alternative, die ich gleich vorstelle, das ist dann über das Solarmodul. Erst wollen wir mal die Ausgänge noch anschauen. Da gibt es hier einen 12 Volt Ausgang. Genauso wie hier, verschiedenen Steckermodulen. Dann gibt es hier vier USB-Steckplätze und einen USB-C-Steckplatz. Und dann natürlich, was das Wichtigste ist, das sind die 220 Volt-Ausgaben. Und das probieren wir jetzt gleich einmal aus. Ich muss das erstmal einschalten, dass das dauerhaft an ist. Dann müssen wir hier C drücken. Das ist jetzt auch an. Und dann stecken wir hier 300 Volt Spitzenbelastung, 300 Watt Spitzenbelastung und Maximalbelastung kurzfristig 450 Watt. Dieser hat im Haupt hat er 500 Watt, also wenn er voll läuft. Schauen wir doch mal, wenn wir den hier anschauen, da sieht man jetzt, wie viel Watt der verbraucht. So, und wenn ich den jetzt auf über 450 Watt gebracht hätte, oder zu lang die über 400 Watt, dann wäre es ja auf Fehlermeldung gegangen, ist auch kein Problem, ist mir auch schon passiert. Mit 500 Watt habe ich es mal eingeschalten und dann schaltet es mal einfach aus und dann regeneriert sich das von selber. Und schauen wir uns mal das Solarmodul an. So, hier haben wir das Solarmodul. Das kann man also ganz praktisch so tragen. Und das macht man einfach auf. Zack, zack. So lässt sich das dann aufhalten. Und dann stellen wir das natürlich in die Sonne, da gehört es ja hin. So, da sollte es jetzt genügend Sonne abbekommen. Oder? Und dann ist der Punkt, dass diese Powerstation, die sollte nicht in der Sonne stehen, damit sie sich nicht zu stark erhitzt. Deswegen stellt man die dann am besten in den Schatten. Und jetzt müssen wir nur schauen, wo das Kabel sitzt. Das ist hier. Dieses Kabel nimmt man, das ist also aus lange genug, sodass die Powerstation sogar auf den Tisch gestellt werden kann. Und dann hat man hier hinten den Eingang. Da steckt man es rein. Wie man sieht, das Ganze lädt schon.
Und hier hört man auch das Gebläse. Wenn es etwas heiß wird, deswegen sollte die also immer im Schatten stehen. Und diese Solarpaneele laden mit 200 Watt. Also das ist eine ganz schöne Menge. 10 Stunden sind es 2 Kilowatt. Die Powerstation ist somit für Wohnmobilfahrer ohne Wechselrichter sinnvoll, weil sie einen Wechselrichter vollständig ersetzt mit einer Dauerbelastung von bis zu 300 Watt. So, und jetzt haben wir hier einen Bosch-Akku. Der ist heruntergefahren auf 2 Lämpchen. Und den versuchen wir jetzt mal aufzuladen mit dieser Powerstation. Da haben wir hier das Ladegerät. Stecken wir den hier an. So. Und sind wir da noch auf AC gehen. Und da sieht man jetzt, der lädt jetzt mit 175 Watt. Das heißt, ich könnte jetzt einen zweiten anschließen, aber für Dauerbelastung ist nur 300 Watt gedacht. Wir probieren das jetzt trotzdem mal. So, da haben wir einen zweiten Fahrradakku. Der ist nicht ganz so weit runtergefahren. Und jeder, der uns schon öfters zugeschaut hat, der weiß auch warum. Weil die Ursi immer etwas sparsamer mit Akkus umgeht, als ich das tue. Und er lädt jetzt auch. Und man sieht jetzt, das sind 376 Watt. Ist aber nicht optimal. Denn für Dauerbelastung ist eigentlich nur 300 Watt gedacht. Und deswegen werden wir einen wieder aushängen. Aber für kurzfristig wären 370 kein Problem. Aber wir wollen ja die Station nicht gleich überlasten. Und dann werden wir euch berichten, wie das Ergebnis ausschaut mit den geladenen Akkus. Alles mit Solarstrom, umweltfreundlich, so wie es in unsere heutige Zeit reingehört. So, das war die Powerstation. Also, wir verlinken das natürlich alles unten. Wenn ihr euch interessiert, dann könnt ihr euch ja näher mit den Produkten noch auseinandersetzen. Ich hoffe, dass ich technisch alles richtig erklärt habe. Dann haben wir hier noch 2 tolle Sachen, die man immer wieder braucht. Das eine ist nämlich eine extrem helle Taschenlampe von der Firma Olight, die Seeker 3. Da gibt es eine noch hellere, aber die ist eigentlich schön handlich. Das Besondere daran ist, dass die mit Akku läuft und ganz leicht über USB aufgeladen werden kann. Und dann haben wir hier noch eine, die das noch heller erleuchtet. Das ist eine Arbeitslampe, mehr oder weniger. Und zu diesen beiden Lampen haben wir auch ein Video gedreht. Und das zeigen wir euch jetzt im Anschluss. Kennt ihr das, wenn es dunkel ist im Wohnmobil und ihr wollt mal schnell schauen, was da los ist? Dann kann man am besten mit einer Taschenlampe da vorne leuchten. So hell, dass es sogar die Ursi stört. Da sieht man, haben wir gleich einen kompletten Überblick über das Wohnmobil. Ja. Also so waren wir schon oft vor euch gesessen, im dusigen Licht. Natürlich haben wir da was gesagt, heute haben wir nur ein Gläschen Rotwein dabei. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das Licht verbessert, wenn man diese Arbeitsleuchte einsetzt. Und dafür nimmt die Ursi jetzt mal die Arbeitsleuchte und leuchtet den Raum besser aus. Nochmal. So, jetzt sitze ich mitten im grellen Licht. Man kann das natürlich auch etwas indirekter machen. Machst du es mal oben? So, und jetzt ist also der Raum etwas indirekter ausgeleuchtet und sollte, ich sehe es ja nicht, deutlich besser ausschauen. Also, und so werden wir in Zukunft, wenn wir abends aus dem Wohnmobil berichten, etwas machen,
Für heute bleibt es erstmal so bei einem Glas Württemberger Wein und keiner großen Ansage. Zum Wohl. Württemberger Wein aus dem Heilbronner Land übrigens. So, um in Hundgasse gehen, das sieht dann so aus, dass man hier auf einmal richtig was sehen kann. So sieht es aus ohne Lampe. Mit Lampe sieht es so aus. Also auch dafür ist die Lampe wunderbar geeignet. So, und jetzt hoffe ich, dass wir das ordentlich demonstriert haben. Und dann gehen wir wieder rein in unser Wohnmobil, denn das ist ziemlich regnerisch. Okay, Ursi? Ja, es ist kalt. Und schon sehr spät. So, das waren die beiden Taschenlampen und natürlich die Powerstation. Und jetzt haben wir hier auch nochmal ein neues Produkt und das stellen wir nicht nur dauernd vor, um euch zu nerven, sondern das stellen wir deswegen vor, weil wir laufend Anfragen kriegen, mit welchen Kameras filmt ihr eigentlich. Wir haben schon zwei Videos gemacht, einmal zu dieser Kamera und dann zu dieser Insta360 One X2. Was wir noch nicht vorgestellt hatten, das ist die One RS, die wir jetzt ganz neu haben. Ganz kurz möchte ich noch mal was sagen mit dem Stab. Der ist also so drohnenähnlich, das heißt, man schaltet jetzt da die Kamera ein und da seht ihr dann schon, und den kann ich ewig lang ausfahren und kann dann praktisch auf mein sauberes Wohnmobildach schauen. Zum Beispiel, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, denn der Stab ist unsichtbar. Wenn ich den jetzt da auf mich richte, dann sieht man nämlich von dem Stab gar nichts mehr. Also, das ist Nummer eins, was wir häufig verwenden. So, und weil ich so schlau gewesen bin und habe diese Schutzkappe drauf, wie ich gefilmt habe, war jetzt die ganze Aufnahme schwarz, deswegen zeige ich das nur mal kurz. Ich setze die Ursi nach wie vor. Und jetzt fahre ich einmal die Kamera auf. Und dann, ganz neu, haben wir die One RS. Das ist eine ganz besondere Kamera. Und dann ein weiterer Vorteil ist an der Kamera dran. Man braucht da theoretisch nicht immer zwei mitnehmen, wobei wir oft parallel filmen. Man kann also diese Kamera hier rausziehen. Dann macht man sie hier auf, hat ein zweites Modul dabei, steckt das zweite Modul da rein. Und schon hat man eine 360-Grad-Kamera. So schnell geht es. Hier Linse, 360 Grad. Also, das sind unsere Produkte, die wir benutzen und die, mit denen wir sehr zufrieden sind. Die OLED-Lampen sind qualitativ hochwertig. Die BlueEdy-Maschine funktioniert auch einwandfrei. Wir stellen da demnächst noch ein anderes Produkt vor. Aber das sind also Produkte, die wir gerne verwenden. Und so war auch das Video gedacht. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Sofern ich in der Lage bin, werde ich das natürlich beantworten. Wir stehen hier übrigens an einem Wohnmobilstellplatz, gar nicht so weit weg von unserem Zuhause, eigentlich in Baden-Württemberg. Aber was das für ein Stellplatz ist und was wir hier getrieben haben, das kommt in einem separaten Video. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr das interessant gefunden habt. Und wie gesagt, macht euch kundig und vielen Dank fürs Zuschauen.